Hallo und willkommen zu einem neuen Let's Play, nämlich Ark Survival Evil zusammen mit dem Berti. Guten Tag. Und da hinten ist schon ein Langhals. Bleib stehen. Da so. Er hat mich gerade in einem Tribe eingeladen. Nee, bin ich doch schon drin, oder? Nee, warte mal, bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen. Accept Invitation. Hä? Hab ich doch gerade schon. Ach Du so, bist nee, noch. ah. Man muss ja immer hier die Sekunden abwarten, bis man das dann machen kann. Also da hinten ist Ja. trotzdem Langhals. Hier waren gerade, da ist auch ein Dino. Wow, hier ist auch ein Langhals. Und er tötet gleich einen armen Dodo. Der Arme. Ja, das ist ja cool. Wir sind ja hier an einer richtig geilen Stelle gestartet, muss man ja mal wirklich so sagen. Und er hat den Dodo Level 2 gekillt. Und ich schlag mal hier auf Holz ein. Ja, also ich würde sagen, wir nehmen jetzt erstmal alles mit und Also, man muss hier nicht irgendwie was extra aufsammeln oder so, wenn man jetzt irgendwie auf Holz einklopft. Man kriegt das quasi einfach so. Also, wie jetzt ich hier zum Beispiel, man sieht hier schön das Blut spritzen. Deswegen sollte man sich auch ganz, ganz bald da was. du bist tot. Ups. Scheiße! Och nee, ne? Och, bitte lass Was mich jetzt denn? nicht so weit weg sein. Oh. Nee? Ist gerade ein Scherz. Nein, oh, hier bin ich. Ich bin da, wo du gerade eben den Dodo getötet hast. Weißt du? Na Gott sei Dank. Das Blöde ist, man kann hier. Also jetzt sammle ich erstmal meine Sachen auf. So, jetzt habe ich mal alles aufgenommen. Close. Wo bist denn du? Paar Meter weiter. Ach so. Also man kann natürlich hier auch Steine aufnehmen. Das mache ich jetzt auch mal. Und auch hier mal ein bisschen was abgrasen. Das kann man alles mal schön Taste E machen. Da kann man sich Beeren holen oder hier wie oben Fiber. Ne? Und man kann natürlich, wie ich das euch gerade eindrucksvoll gezeigt habe, tatsächlich auch bei sterben. Wenn man zu viel zu schnell Man kann sich hintereinander auch wehtun. abbaut. Ja, und das habe ich quasi getan. So, jetzt sammle ich noch ein paar Steine auf. Oh. Und jetzt baue ich mir mal. Kann ich das eigentlich schon? Ja, ne? Kann ich. Brauchst du jetzt Wurst Craftables. oder Schweinskopfsülze? Ja, genau. Ich baue mir jetzt eine Pickaxe. Nee, doch, ja. Ja, wir sollten uns eh mal Gedanken machen, wo wir unser erstes Haus hinbauen. Ich Wobei, ich finde. habe schon eine coole Idee. Ich finde dich noch nicht mal. Wo bist du denn? So, ich bin ganz in deiner Nähe. Wie wär's denn mit hier oben? Ach, da bist du. Nee, guck mal, da hinten ist doch diese große Klippe. In deiner Nähe. Nee, ich finde das schon wieder doof mit der Klippe. Okay. Wo Was sind wir denn hältst denn du? da? Ja, einfach hier, oder? Ja, das wäre zu einfach. Du meinst hier, wo wir jetzt quasi sind? Ja, genau. Dass wir uns hier, weil, guck mal, hier haben wir nur Wasser außenrum. Ja. Und, also, das heißt, wir haben es wirklich nicht allzu weit, um mal eben, ne, wegen Verdursten und so. Ja, okay, das Wasser ist hier auch, ist, soweit ich weiß, nicht allzu tief, weil wir müssen ja überlegen, wie wir an Holz rankommen. Also ich glaube, Holz, wenn ich mir hier so die Wälder ansehe, sollte nicht das Problem sein. Dann lass hier mal anfangen abzuholzen. Ja, ich sammle hier erstmal, ne, wegen Beeren auf. Ach so. Ja, jetzt sagt er mir quasi, das geht nicht. Dann drücke ich einfach Taste C. Fragt mich nicht, wieso ich das rausgefunden habe oder wie ich das raus. Ach so, ich habe ein Level abgehabt. Cool. Ja, man hat hier halt einen schönen Skillbaum. Das seht ihr hier rechts bei mir. Da kann ich erstmal entscheiden, was ich hier erhöhen möchte. Und als erstes werde ich. Auch wenn es viele vielleicht nicht verstehen würden, die Last erhöhen, die ich tragen kann. Und dann haben wir hier solche Skillpunkte, die wir verteilen können. Die will ich gleich auch mal verteilen. Berti, wie wollen wir das Ja. machen? Also es ist so, wir können nicht immer, wir können nicht alles lernen. So wie ich das weiß. Und jetzt müssen wir uns halt überlegen, was wir einzeln lernen. Also ein Speer sollte jeder lernen, ne?
Also ich würde sagen, ich werde mich wieder auf die ganze Geschichte mit Waffen konzentrieren. Also auch den Speer dann. Ja, den habe ich ja schon. Den Ja, dann kümmere ich mich wieder um Klamotten und das Haus. Ausbau. Genau. Okay, Wobei dann baue ich ja ich noch auf erstmal. jeden Fall gerade mal einen Schlafsack. Ja, mache ich Und erstmal auch. Foundation und Doorframe. Ja. Genau, Foundation wäre wichtig, dass wir nämlich gleich mal eine Foundation setzen können. Ja, so viel habe ich noch, glaube ich, gar nicht, oder? Oh, ich Nee. guck mal gerade wegen der Kiste. Fehlt mir noch massenhaft. Level 5. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal so ein bisschen auskommen. Das heißt, erstmal sammeln. Ja. Ja, dann Level 5 sind, dass wir quasi uns eine Kiste bauen können. Wir müssen ja eh mal gucken, dass wir hier den Platz schaufeln, quasi. Ja, ist halt nur die Frage, wie wir das machen wollen, auch mit dem, mit den. Ah, da ist ein Dodo. Tja, Dodo. Du hast einen Speer, ich nicht. Ich habe sogar einen hergestellt. Ja, ich sag ja, du hast einen Speer, ich nicht. Wo ist der Dodo? Ja, Wo ist der hier. Dodo? Hier bei mir. Level 5 aber. Okay, das geht echt einfach. Ja, zum Häuten der Viecher am besten die Axt in die Hand nehmen. Ja, du stellst doch die Axt her, denke ich. Ah nee, die Ich Axt habe ich ja. Was du wollte gerade meinst, ist sagen, ja so ein die. Wundwerkzeug kannst du ja Nee, mitlernen. ich hab doch. Nee, jetzt, ich bin durcheinander. Neues. Aber so ein Grundwerkzeug macht auch Sinn, wenn du das auch lernst. So Speere und Äxte und sowas. Anders, ich hab die. Och Mann. Ich hab die, die Dingsbums hab ich. Bumsdings, ja. Och Mann. Aha, Dodo! Dodo! Sogar Level 10. Ja. Ah, ich bin schon wieder ein Level weiter. Ach komm. Mensch. Geht ja Noch hier nicht die im. ganz. Ja, du bist ja auch schon noch wieder wahrscheinlich. Level 3. Cool, ich jetzt auch. Was baue ich denn als nächstes? Genau, baue ich mal Aber die Wand. ich find's hier oben, hier, wenn du mal ein Stück weiter Richtung. Jetzt warte doch mal. Die Wand lerne ich. Sleeping Bag soll ich vielleicht auch lernen, ne? Erstmal. Ja, das auf jeden Fall. Und dann baue ich noch ein Dach. Lerne ich noch ein Dach. So. Jetzt habe ich die auch verteilt. Was, wo, wie, hä? Laufen auf dieser, wir sitzen ja auf dieser kleinen Halbinsel. Ja. Laufen mal ruhig ein Stück weiter Richtung auf der Halbinsel lang. Das wird nämlich noch viel cooler. Ach, du meinst da oben drauf? Ja, auf der Halbinsel. Also auf der Insel, wo wir gerade sind. Ja, da ist ja oben so ein Berg noch drauf, ne? Genau, richtig. Wenn man sich hier oben ein bisschen Platz schaufelt, das heißt die Bäume weghackt, hat man so eine richtig coole Aussicht, zumal ja auch so ein Langhals-Dino nur ein Mofa ist. Ja, wir haben ja sehr viele, viele Dinos, finde ich gerade. Ja, aber sollen wir die freundlich sind, ist mir das egal. Hä, wo bist denn du? Bist du da, wo ich jetzt bin? Da, wo gleich ein Baum umfällt. Baumfeld! Ich habe den Baum gehört, aber nicht gesehen. Ah, da. Ups, wo bin ich jetzt gelandet? Da. Ich find's hier oben eigentlich ganz cool. Weiß nicht, ich finde es hier nicht so wirklich einsehbar. Ist der Langhals uns eigentlich gut gesinnt? Weil Ja, gut. der so rot ist. Das ist, wenn die ein höheres Level haben. Okay. Hier oben, wenn man hier oben ein bisschen Platz haut, ist das eigentlich ganz cool. Ich Oder hier weiß vorne hier nicht. ist. Ich finde das hier fast ein bisschen. Nee, finde ich eigentlich nicht so dolle, weil. Überleg mal, hier sind wir so dicht wieder an den Dings dran, dass hier vielleicht die bösen Dinos kommen. Da auf Ja, der aber anderen hier Seite unten. sehe ich nämlich schon einen bösen Dino. Aber hier ist geradeaus zu, ist es ein bisschen flacher, das Wasser. Da sind keine Piranhas und so weiter und so fort drin. Ja, aber wenn wir nachher unseren Dingsbums haben, dann müssen wir ja auch nicht tauchen. Ja, aber ich würd mich schon hier platzieren, weil wir müssen da auch rüber aufs Festland kommen. Aber Wenn hier wir. können wir uns nicht so ausbreiten wie da vorne. Mit Ja. Farm und allem. Wir müssen nur für Platz sorgen. Ist ja Hier gibt es alles aber hier. keine Schaufeln, glaube ich. Nee, wieso? Wir müssen doch nur die Steine und alles. Das kann man doch alles Nee, aber wegpacken. das hier ist doch total uneben, das ganze Gebiet. Und da vorne ist es total eben. Okay. Das wird zwar durch die Sedge, wird das ja. Durch die Foundations. Ja, aber ich kann doch nicht.
Okay, sag du, wo wir hin wollen. Ich würde immer noch da vorne sagen, weil guck mal, da hinten ist auch schon so ein Velo-Ding. So ein Ja, okay. Velociraptor. Wir haben hier einfach, weil wir zu dicht an Land am Festland sind. Na gut, ich gehe auf Dodo-Jagd. Lass dich bloß nicht umbringen. Hier sind Dodos. Wo? Na hier. Na, hier ist ja relativ. Wo bist denn du? Ach, da unten. Da ist zum Beispiel, ich habe immer noch keinen Speer. Wolltest du mir den Speer geben? Nö. Ach, so ist das. Musst Nein, du. zum Beispiel, wenn du dir auch Sorgen machst, können wir auch hier zum Beispiel drüber, es geht doch bestimmt auch, einfach eine Brücke bauen mit Foundations. Das weiß ich gar nicht, ob das geht. Das Das glaube ich gar nicht. kann man ja ausprobieren. Hallo, Dodo. Muss ich finde es halt hier, wenn du mal guckst, das ist hier viel sicherer irgendwie. Na gut. Weil das hier mehr, also hier kannst du es eher einsehen als da hinten. Ja, da hinten, das wird dann ja, wenn man das Ja, aber du kriegst das ja nicht komplett runtergedingst. die Steine und alles, kriegst du alles weg, Ja, die oder? Steine. Aber was ist mit dem Sand, der da war? Das kriegst du ja nicht umgeändert. Ach scheiße, ich habe ein Level up. Moment. Na, wenn du dich immer so freust, wenn du ein Level up hast. So, ich muss nur noch auf Level 5 kommen, das heißt noch eins. Und dann kann ich uns zumindest eine Kiste bauen. Da wäre es cool, wenn wir dann eine Foundation hätten. Uns geeinigt hätten, wo wir jetzt eigentlich siedeln wollen. Ja, ich bin ja immer noch der Meinung, dass wir uns hier ansiedeln sollen. Oder auf der anderen Seite. Am Strand. Nee, da haben wir ja aber wieder keine Halb. Ich finde das ja hier mit der Halbinsel so schön. Na gut, dann setz hier eine Foundation. Ich hack hier die Bäume. Nee, kann ich nicht. Zumal wir ja doch eigentlich, so hast du das ja mal erzählt, hier noch mehr Dingsbums bauen können, ne? Also uns mehrere Lager bauen können. Ja, klar. Dann würde ich das erste erstmal hier hinsetzen. Ich muss mal gerade irgendwelchen Kram craften. Du sagtest, du brauchst einen Speer. Wäre zumindest sehr gut, glaube ich. Ich muss gerade irgendwie gucken, dass wir schnell auf Level 5 kommen. Dass wir uns eine Kiste craften können. Ich habe Durchfall. Super. Ja, wieso? Das ist für deine Zuschauer eine essentielle Information. Aber ich würde sagen, wir siedeln uns schon hier oben an, auf dem Hügelchen hier. Naja. Baue ich schon mal die erste Foundation. Wenn ich das schon kann, heißt das. Was ich nicht kann, war ja irgendwie klar. Was fehlt mir denn? Wood und Thatch. Okay, das kriege ich hin. Hier sind ja Bäumis. Aua. So geht das doch wirklich einfacher. Brauchst du eine Spitzhacke? Baumfeld. Habe ich schon. Mist. Sag mal, verschwindet meine Leiche da eigentlich nie? Oder kann ich die auch zerschlagen? Kriegen wir da auch Leder raus? Versuch's. Der bisschen, der zwar ziemlich makaber. Ja, wir kriegen Fleisch raus. Echt jetzt? Ja. Ich habe jetzt 9-mal Fleisch bekommen. Aus deiner eigenen Leiche. Ja. Es ist Geil. echt. Es ist echt makaber. Vor allem, wenn wir ein Nahrungsproblem haben und später dann ein Bett, dann kann ich einfach zu dir sagen, auch sterb mal bitte. Ja. So, jetzt müsste ich erstmal genug haben für die erste Foundation. So, Craftables. Und jetzt Uah. hier Craft Item. Hallo, Mr. Hässlich. Was? Warte mal, ich habe noch eine Torch gebaut. Ah, ich glaube, ich brauche noch mehr Foundations. Kann ja nicht schaden. Guck mal, guck mal. Kann ich gerade nicht. Ich bin Level up. Finde ich voll toll. Und so. Ja, du hast eine Fackel gebaut, ne? Ey! Willst du mich hier umbringen? Ich habe jetzt die Hälfte an Leben verloren. Wow. Upsi. Ja, cool. Ich schlag mal gerade mit der Fackel auf den Baum ein.
Ich bin schon fast Level 5. Ja, es ist so, wir teilen und du kriegst ja noch eine gewisse EP kriegst du ja von mir durch die Tribe EP. Und ich krieg von dir auch noch welche. Wieso leuchtet das bei mir lila außenrum? Weiß ich nicht. Weil es dir nicht gut geht. Ich glaube, du musst mal langsam was essen. Ja, witzig. Wer hat mich denn hier fast getötet? Ich kann nur rohes Fleisch. Nee, ich kann nur Beeren essen. Warte. Futter ich mal Narco-Berries. Ja, passt. Futter ich Ja, so viel. ich hab Hunger davon. Ja, wir können gleich mal erstmal. Ich gucke gleich mal, ob ich ein Lagerfeuer schon machen kann. Nein, kann ich nicht. Mal, was brauchen wir denn für ein. Scheiße. Was denn? Das waren zu viele Narco-Berries. Du schläfst. Ja, beschütz mich mal. Aber nicht töten, bitte. Ach so, beschützen ist nicht töten? Nein, nicht töten. Warum? Darum. So, jetzt bin ich auf jeden Fall wieder Level up. Wie lange dauert das denn, bis man wieder. Ach, jetzt wache ich so langsam wieder auf. Für den Sleeping Bag, wo ist er? Sieht natürlich auch cool aus, wie ich da so langsam was erkenne und so. Ja. Es leuchtet ja grün hier. Ah, cool, hier ist ja so ein grüner Strahl direkt bei uns. Ja, okay. Was ist denn das? Keine Ahnung. Tut das weh? Nee, ich glaube, das ist nicht schlimm. Was ist denn das? Weiß ich gar nicht. Ich geh mal hin. Es hört sich an wie Strom. Vielleicht können ja erst deine Zuschauer erklären, was das ist. Ich weiß es nicht. Bin mal gespannt. Ich gehe mal Also ich. wieder. Das ist ja. Das ist ja. Das Licht am Ende des Tunnels. Bist du da jetzt reingelaufen? Ja. Und was ist passiert? Nix. Achso. Ach, du hast ein Zertifikat gestellt. Sehr gut. Was habe ich? Du hast hier was hingestellt. Ja, ich bin aber Weil. noch nicht fertig, ne? Ja, ist ja nicht schlimm. Ich brauche halt nur mal wieder mehr Holz. Och nö, nicht schon wieder. So, ich habe mal gerade ein Dings gestellt. Ein Ah ja, Lagerfeuer. super. Dann packe ich da schon mal was rein, nämlich mein Menschenfleisch. Ich muss gleich mal, ich muss gleich auf Jagd gehen. Ich pack mal Thatch rein, das kann man ja verbrennen. Ja, mach So, das. dann Ich gehe wird mal nämlich kurz gucken, ob ich das. noch irgendwo ein Dodo oder sowas finde. Ja, ich guck mal, dass ich das. Dass ich die Bäume hier noch weghaue. Dodo! Das Üble ist halt jetzt nachts, man erfriert richtig. Dodo! Hallo, Mr. Dodo-Man! Ich habe irgendwie das Gefühl, kann auch nur ein Gefühl sein, dass durch dieses Licht die Dinos angezogen werden. Das kann gut sein, ist nicht. Aber ob das dann so schlau ist, hier zu sein, ist eine andere Sache. Ach Quatsch, ich suche nur Dodos. Ich brauche nur irgendein Vieh. So, ich bin wieder ein Level up. Nein, ich habe wieder ein Level up. So, ich bin wieder, genau. So. Brauche irgendein Food. verdammtes Vieh. Was baue ich jetzt? Eine Box brauche ich nicht. Eine Zwille baust du, ne? Ja, aber eine Box könntest du sogar bauen, dass wir mal ein paar Sachen beiseite räumen, beiseite räumen können. Ich kann aber jetzt auch schon Wooden Foundation und Wooden Wall. Dann fang lass lieber gleich richtig bauen. Naja, Wooden Wall noch nicht, aber Wooden Foundation hat wenigstens gereicht. Ja. Ja, das heißt, jetzt brauchen wir richtig viel Holz. Und dann würde ich das nach und nach jetzt austauschen dann. Ja, aber so, dass wir schon mal ein paar Wände haben. Naja, Wände, das kann ich noch nicht. Da muss ich jetzt erstmal noch auf ein Level abwarten. Eigentlich ist das eine Scheißidee, was ich hier mache. Mitten in der Nacht durch die Gegend rennen und irgendwelche Mobs suchen. Wieso? Naja. Wie spät haben wir es denn? 2:58 Uhr. Ja, ich will jetzt mich eigentlich auch nicht zu. Da kommt irgendwas Zweibeiniges. Mit dem Schwanz. Also ein Mann. Naja, so ungefähr. Nur das irgendwie.
Ich glaube, der ist aber lieb. Doch, ich glaube, der ist lieb, der da kommt. Ich bin ja dafür, dass die es groß fett rot anzeigen, wenn die böse sind. Dass man schon von weitem sehen kann. Das wäre auf jeden Fall hilfreich, ja. Bringst du Holz mit? Mal so ganz nebenbei gefragt. Nee, mein Inventar ist fast voll. Ach so, das ist ja doof. Ich suche jetzt eigentlich nur nach einem einzigen Dodo. Oh Gott, ich brauche was zu essen. Was nehme ich denn hier? Ja, ich sammle hier nochmal. Wir haben hier auf jeden Fall echt einen reichen Vorrat an Beeren. Also das muss man ja echt mal so sagen, ne? Ja, an Blaubeeren, an Teddybären. Apropos Teddybären, du weißt, welcher Film jetzt bald im Kino ist, ne? Ja, Ted 2. Da muss ich mit rein, ne? Ja, na, wobei Oh. ich könnte auch mit meinem lieben Kollegen hinfahren. Ne, wobei, nee, machen wir das so. Ich gehe damit rein und du gehst jetzt mit mir zu Jurassic World. Nein. Oh Mann, oh. Warum nicht? Nein. Du musst dich doch hier richtig einstimmen auf das Spiel. Nö, nehme ich das LP auf oder du? Wir beide. Verdammt. Ja, ne? Es wird wieder hell, es wird wieder hell und der Ja, Langhals ist immer noch ich. da. Ja, mir fehlt es gerade an Dodos oder irgendwas anderem, was ich mal schnell umtöten kann. Also hier haben wir genug Dinos in der Regel. Bloß das Ja. sind ja leider diese starken Viecher. Eben. Aber dann komm doch lieber erstmal zurück, nicht dass du gleich stehen bleibst. Das ist nämlich so, wenn man zu schwer wird. Also wenn man zu viele Sachen dabei hat, dann bleibt man einfach stumpf stehen und kann sich kein bisschen mehr bewegen. Weil nämlich unsere erste Folge auch jetzt vorbei ist. Okay, bis gleich. Warte, warte, Hilfe. Ich muss was futtern. Mist, jetzt habe ich das Feuer ausgemacht. Ah. Ich muss mal ein bisschen was von dem gekochten Fleisch mitnehmen. Was habe ich denn jetzt gemacht? Oh, ich bin so blöd. So. Es war ja ich, also ich esse mein Fleisch mal allein, ne? Ja. Bin ja so unsozial. Das sättigt vor allem heftig. Okay. Also immer Menschenfleisch essen. Ja, liebe Kinder, das ist eine gute Idee. Na gut, so. Dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge. Tschüss. Tschö.